Plane die Zukunft, bereite dich vor für die Zukunft und lasse los. Zukunft ist das, was kommen wird. Man könnte manchmal sagen, nur die Gegenwart zählt. Ich bin ja ein spiritueller Lehrer und ich sage auch gerne, sei im Hier und Jetzt. Vergiss die Vergangenheit, vergiss die Zukunft. Die Vergangenheit ist längst vergangen, die Zukunft liegt in Gottes Hand, jetzt leben wir. Trotzdem, manchmal muss man sich auch um die Zukunft bemühen. In diesem Sinne kannst du auch überlegen, angenommen, ich würde im Alter von 100 Jahren zurückschauen auf mein jetziges Leben. Wie wäre es gut, wenn ich das lebe? Wäre jetzt wichtig? In diesem Sinne kannst du auch überlegen, was will ich in Zukunft erreichen? Wie will ich mich entwickeln? Was gibt es vielleicht, was ich noch erleben will? Es ist durchaus gut zu fragen, wo will ich hinkommen, was will ich noch erreichen? Das Leben von der Zukunft oft zu betrachten. Mein spiritueller Lehrer, Swami Vishnudevananda, hat mal gesagt, lebe dein Leben so, dass du ohne Bedauern heute das Leben beenden kannst und dass du im Alter von 120 Jahren zurückblicken kannst auf den heutigen Tag und sagen kannst, ich habe ihn gut gelebt. Und so lebe in der Vergangenheit, aber betrachte auch die Perspektive der Zukunft. Daher, iss gesund, dass wir dir die Zukunft danken. Gehe freundlich mit deinen Mitmenschen um. Das wird dir in der Zukunft helfen, bessere Beziehungen zu haben. Meditiere jeden Tag, so wirst du in der Zukunft zum Gottesbewusstsein kommen. Lebe ein ethisches Leben. Du wirst in der Zukunft Freude und Liebe erfahren. Entwickle Liebe zu Gott. Du wirst schon jetzt, aber in der Zukunft noch mehr die Gegenwart Gottes erfahren. Übe spirituelle Praktiken. Du wirst in Zukunft mehr Energie, mehr Freude, mehr spirituelle Kraft haben. In diesem Sinne, lebe dein Leben jetzt so, dass es für die Zukunft auch gut ist und auch für die Gegenwart. Sei dir aber auch bewusst, die Zukunft ist nicht wirklich planbar. Du kannst etwas tun für die Zukunft, was dabei herauskommt, liegt in den Händen des Schicksals und in den Händen Gottes. So wie es im Koran heißt, vertraue Gott, aber binde dein Kamel an. Mache, was du kannst, so gut wie du kannst, und dann lass los. So wie der Bauer pflügen kann, säen kann, aber wie nachher das Wetter ist, liegt nicht in seinen Händen. Trotzdem, kümmere dich um die Zukunft und lasse los.